Wir waren jetzt eine Stunde bei Herrn Steinmeier. Es ist natürlich keine Überraschung, dass die Linke jetzt nicht eine der Parteien ist, die als Mehrheitsbeschaffer für eine jetzt mit den absehbaren Mehrheiten mögliche Regierung zur Verfügung steht. Trotzdem war es ein sehr interessantes Gespräch, auch ein sehr konstruktives. Wir haben uns ausgetauscht über die politische Situation. Wir haben unsere Sorgen natürlich auch kundgetan, dass eine längere Hängepartie die noch mehr Menschen in diesem Land dazu bringt, dass sie sich von der Politik abwenden, dass sie sich nicht mehr vertreten fühlen. Und in dem Sinne hat es sich sicherlich gelohnt. Aber die entscheidenden Schritte, die müssen jetzt andere machen. Also Fakt ist, es war ein sehr ausführliches Gespräch beim Bundespräsidenten. Der hat im Moment eine sehr schwierige Aufgabe. Aber eines ist ganz klar. Am 24.09. ist gewählt worden. Es gibt einen Auftrag, Regierung zu bilden. Und wir können nur Frau Merkel und andere auffordern, jetzt zu handeln, damit klar ist, was in den nächsten Wochen passiert. Es darf keine Hängepartie geben, die sehr, sehr lange ins nächste Jahr kommt. Und ich würde dringend raten, sich den Problemen der Menschen zu widmen und weniger über Konstellationen zu reden. Jetzt liegt der Ball bei der Union, bei den Sozialdemokraten. Die mögen zügig entscheiden. Die Linke wird im nächsten Bundestag, in diesem Bundestag, die soziale Opposition sein. Diesen Auftrag haben uns die Wählerinnen und Wähler gegeben.